Er hält den Rekord in Deutschland. Martin Kreh, in den 90er Jahren deutscher Meister, Pokal, Champions League und Weltpokalsieger. Auf 142,9 Stundenkilometer brachte es Kreh als Spieler des VfL Bochum. Sein Bums, seit 25 Jahren der härteste Schuss, der jemals in Deutschland gemessen wurde. Eigentlich ist es ja ein positives Markenzeichen, was man sich da aufbaut. Und ich glaube, fast jeder hätte gerne sowas und ich habe es gehabt. Und ich würde es mir auch wünschen, dass nach Ihrem Test dann irgendwo einen, der dann knapp hinter mir liegt, vielleicht der härteste Schuss in der Bundesliga im Moment ist. Wir machen uns auf die Reise. Quer durch die Republik wollen wissen, wer aktuell den härtesten Bums der Bundesliga hat. Unsere erste Station, Freiburg im Breisgau. Immer mit dabei ein hochmodernes Messgerät und einer, der sich mit Geschwindigkeiten auskennt. Seit 5-6 Jahren beobachten wir wirklich die Profis beim Schuss und meiner Meinung nach sind bei 145 bis 150 km/h wirklich die Grenzen gesetzt. Wir legen los und schnell wird klar, nicht jeder Bundesliga-Profi kommt an diese Grenze heran. Die Besten beim SC sind da schon schussgewaltiger. Rang 3 geht an Ivan Santini. Der Stürmer bringt es auf 116,8 Stundenkilometer. 0,4 km/h schneller der Schuss von Neuzugang Vega Egen Hedenstadt. 117,2 km pro Stunde. Rang 2 für den Abwehrspieler, der in diesem Sommer für 500.000 Euro aus Norwegen kam. Der Sieger in Freiburg heißt Oliver Sorg. Nicht unbedingt einer aus der Abteilung Attacke. In 17 Bundesligaspielen langte es bislang noch nicht zu einem Tor. Warum eigentlich? Satte 121 Stundenkilometer bedeuten Platz 1 für Oliver Sorg. Angeführt von Sorg, Hedenstadt und Santini bringt es Freiburgs Top 11, in der sich die 10 stärksten Feldspieler und ein Torwart wiederfinden, auf einen Durchschnittswert von 112,8 Kilometer pro Stunde. Freiburg hat vorgelegt, nun ist die Konkurrenz gefordert.